Let's play No Man's Sky mit dem verpeilten Verpeile Franz im Weltall. Das möchte echt niemand sein, ne? Ich ralle ja hier so viel nicht von dem Spiel. Ich versuche fair zu sein, ne? Ich versuche dem Spiel nicht Sachen vorzuwerfen, die ich falsch mache. So, jetzt gucken wir mal. Wir starten jetzt hier mit diesem Hyperboost. Okay, das... So, und jetzt drücke ich A. Nein. Das, 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 das. Wow! Oh! So kann man natürlich auch bremsen. Und dann schepper ich einfach mit im Turbo-Super-Boost-Modus. Sorry, ich bin... Oh, ich muss mir was zu trinken einschütten. Schepper ich da ungebremst und unangespitzt in den Felsbrocken und vergesse den Turbo auszumachen. Das ist... Oh Mann, aua! Entschuldigung. Ah, das ist wie Motorrad umfallen und... Dann geht der Motor nicht aus. Sieht auch ganz erbärmlich aus. So. Ich möchte in diese Raumstation hinein. Tschu-tschu! Oh, nicht so schnell. Also ab jetzt fahre ich das hier mit Stützrädern. Das Schiff, das ist mir zu schnell. Vielleicht fehlt mir jetzt einfach Geld, um den dynamischen Resonator zu kaufen. Diese Löcher in den Stationen sehen schon geil aus, ne? Sounds dirty. Alles ist kaputt. Ich bin kaputt. Mein Schiff ist kaputt. Jetzt muss ich einen Schluck trinken vor auf den Schreck. Cola. Oh, ich hoffe, das hat nicht übersteuert, dass ich eben so ausgerastet bin. Vor Glück. So, ich möchte einen dreifachen Röbelfröbel kaufen und Flunsch. Und Krökler. So, wo gibt's denn hier den kleinen Flunsch? Yippie! Tschüss! Tschu! Tschu! Also dieser Boost gefällt mir und alles nur, weil ich es in der News gelesen habe. Hallo, Stinke-Kapitän! Na du! Ich möchte deinen Kopf streicheln! Oh, ich habe keinen Kohlenstoff. Hab ich super gemacht. Hier darf ich wahrscheinlich wieder nicht durch, ne? Ne, Atlas Pass 3. Eieieiei. Na gut, aber da haben wir schon was zu tun. Atlas-Pässe organisieren. Guten Tag. Ich bin ein Bummler. Achso, hier stehen jetzt noch meine Achievements. Ich möchte bitte was kaufen, nämlich den dreifachen Rübelfröbel. Was brauche ich nochmal? Den dynamischen Resonator, ne? Oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Aber das gucken wir uns lieber nochmal an. Ach, hier kann man... Aha. Aha. Antimaterie. Geil, wie lagert man denn Antimaterie? Nibbler produziert Antimaterie, ne? So, erstmal verkaufen wir Crap. Da kann man übrigens Raumschiff-Inventar auswählen. Ich bin so ein Idiot. So, Aluminium. Mhm, kann mit anderen Sachen kombiniert werden. Eisen, Gold. Okay, das ist ein Verbrauchsgut zum Handeln. Komm weg. Mhm. Okay, das Zeug ist... Oh, das ist verdammt wertvoll. Ja, verkaufen wir. Weiß ich nicht, ob das so schlau war. Also ich meine, wir bräuchten den dynamischen Resonator, ne? Jetzt gucken wir mal, was wir noch im Schiff haben, was wir nicht brauchen. Oh, gedrückt halten! Na gut! Na gut! Die faszinierende Perle. Mhm. Kann man auch verkaufen. Ja, aber erstmal gucken wir, was wir kaufen müssen. Einen dynamischen Resonator müssen wir kaufen. Guten Tag. Ich würde Ihnen gerne einen dynamischen Resonator abkaufen. Ja. Das kostet ja Spaß. 33.000 Units. Ach, wir sind stinkreich. Was ist das hier? Warum ist da ein Sternchen dran? Aha. Bestimmt super.
Okay. Also, ja, das ist jetzt hier so ein bisschen Tutorial-Schmutorial, ne? Wehe, das ist nicht die Tür. Jeha! Reisemeilenstein! Reisemeilenstein, Franz! Weltraumtrucker! Ich habe Geld verdient. Okay, ich möchte jetzt mit meinem Schiff interagieren. Diese Einwendungen hier, ne? Die sind so sinnvoll wie ein Kropf an einer Schildkröte, die kleine Haustiere hält. So, ich möchte... Ich soll doch jetzt hier diesen Kappes bauen, ne? Technologie installieren. Hyperantrieb. Ah ja, oh, dafür... Oh, gut, dass ich das Iridium nicht verkauft habe. Technologie installiert. Easy. Hyperantrieb auftauchen. Oh, da muss man denn alles machen, ne? Was kommt denn in so einen Hyperantrieb hinein? Sammle eine Warpzelle. Wo kriege ich denn eine Warpzelle her? Hallo? Wollt ihr mich verkindern? Wollt ihr mich reinlegen? Wollt ihr? Muss das sein? So, Impulsantrieb kann ich nicht aufladen, weil mir Tamium 9 fehlt. Startschubdrüse. Ach, die kann ich mit Plutonium aufladen. Ja, dann. Das, ach so, dann ist es ja kein Problem. Der Impulsantrieb ist das. Ach, mit dem kann ich A. Gleichzeitig gedrückt halten. Also hört das dann auf, wenn ich es einfach loslasse, oder was? Der Nutzer wird daran erinnert. Ja, das gute Tamium, okay. Ich wüsste gerne tatsächlich einen Schildsplitter. Was kann ich damit nochmal machen? Für den Gefahrenschutz und die Schildenergie. Ja. Okay, Mensch. So. Habe ich schon irgendwelche coolen Gimmicks gefunden? Nee. 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 Aha. Ach so, aber die sind jetzt schon höher gelevelt, ne? Okay. Ach so, das ist einfach nur... Okay. Okay, okay, okay. Ja, kann mir denn jetzt jemand verraten, wo ich diesen Kappes herkriege? Oh, ein bisschen frustrierend. Ich dachte, ich könnte jetzt hier mega abspringen. Eine Warp-Zelle. Kann mir das Spiel verraten, wo ich die herkriege? Die gab's nicht hier in dem alten Markt, oder? Und das war hier überhaupt. Da war gar nichts, oder? War da... Kann ich hier mit jemandem quatschen? Hier in dieser Station war ich doch auch schon mal, ne? Ach, darf ich natürlich nicht. Ah, und mit dem, kann ich mit dem Raumschiffsystem-Scanner, kann ich damit dieses Ding finden, oder was? Achtung, Navigationsdaten empfangen. Okay. Ah! Muss ich da hin? Oder... Dem Signal folgen, okay. Aber da war ich doch schon. Das ist aber das Einzige, was ich davon habe, ne? Das habe ich bereits entdeckt, ja. Oh, hier muss man wieder aufpassen, dass man hier nicht gegen diese Autos fährt. Ist mega gefährlich. Wird mir natürlich nie passieren, aber... Fliegen wir die 30 Sekunden jetzt? Wir haben ja kein Tamium mehr. Dem Signal folgen, um zur Lebensform zurückzukehren. Vielleicht hat die diesen Flötitröt, den wir brauchen. Wui! Wuppadai! Bidu! Ja, und auch wenn das nicht so wirken mag, ich habe tatsächlich seit... Boah. Wie alt bin ich? Ganz schön alt. Schon ziemlich lange im Führerschein. Ich war auch schon sehr lange Motorrad. Das sieht geil aus, ne? Hier in die Atmosphäre wieder reinzudengeln, finde ich cool. Okay, das hat ja fast geklappt mit meiner perfekten Landung. Versucht ihr dann wohl auf dem Pad zu landen? Dass er sich automatisch dreht, voll nett. Ethno Ödland war ich hier doch noch nicht.
Ach, guck mal, hier war ich doch gar nicht. Ich muss sagen, mir fehlt es halt so ein bisschen an Gegnern. Ich fände es halt cool, wenn hier so fiese Viecher wären, gegen die man kämpfen muss und so. Oh, leckeres Gecken. Oder? Also das kann mir doch keiner erzählen, dass das so friedlich ist, das Universum. Oder vielleicht schützen sie mich ja auch noch. Yay, endlich! Was stand da? Ach, übertragen, ja. Hm. Den Kappes will ich ja eh eigentlich verkaufen, ne? Geknipp. Da ist noch so Kappes. Hallo, Stinky! Deine Mutter? Lebenserhaltungssystemenergie niedrig. Okay, erstmal checken wir, was man hier so checken kann. Oh, das war die Tür. Okay, wenn ich hier die Viecher angucke, dann finden die Gags das gut. Ist das Schnellfeuer, Blitzwerferbegleiteinheit? Okay, das ist doch alles Crap. Die sollen mir mal coole Technologien geben. Jo, ich möchte gerne was verkaufen, nämlich diesen ganzen Kappes, den ich gerade gefunden habe. Schildsplitter, brauche ich nicht. Also zumindest weiß ich noch nicht, wofür ich den brauche. Gecknip, weg. So, Plutonium, Iridium, Eisen, das ist alles Jod. Ach, Gold wollte ich eigentlich mal. Wir verkaufen mal 112 Einheiten Gold. Wir wissen ja, wo es das gibt. Das macht uns reich. Hier ist noch so ein Schildsplitter. Ach, geh auch weg. Solange ich noch nicht weiß, wofür das ist, wird es verkauft. Es muss sich erst noch als würdig erweisen, in meinem Häuschen wohnen zu können. Mit Häuschen meine ich Raumschiff. Oh, ich bin ein Freund der Gag. Ich verstehe kein Wort von dem, was du faselst. Diese kleine Kreatur mit den glänzenden Augen ist der einzige Bewohner dieses Gebäudes. Wir sprechen nicht dieselbe Sprache, aber es ist offensichtlich, dass mein Begleiter lieber nicht hier wäre. Wie bereits zuvor übermittelte er mir eine Nachricht, die abermals von Nada und Polo gesendet wurde. Wer auch immer das ist. Der abgehackten Botschaft ist Antimaterie beigefügt, die ich von meinem geheimnisvollen Wohltätern erhalten habe. Genug, um eine Warpzelle für meinen Hyperantrieb herzustellen. Yippie! Jep, 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 jep. Okay, ich weiß nicht, wer Nada und Polo sind. Ich kann entweder dem Atlas folgen oder zu Nada und Polo fahren. Ach so, ich hätte auch einfach Antimaterie kaufen können. Ich hätte auch einfach mal gucken können, ob ich das nicht einfach craften kann. Ich bin ja auch ein ganz schöner Bob. Nee. Produkt herstellen. Da ist doch die Warpzelle. Dafür brauche ich aber Tamium 9. Ja, du. Ja. Das ist ja mega, mega gut. Das macht mich ja mega glücklich. Und was ich für den Atlaspass machen muss, weiß auch noch keiner, ne? Nö. Kann man mir auch noch nicht verraten. Plutonium. Das ist ja aufregend auch. Wie sah das denn? Das waren doch so Pflanzen, ne? Dieses Tamium 9. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, ich wollte hochhüpfen. Hm, oh, da ist aber eine Schatzkiste. Schatzkisten mag ich. Ach, das ist eine Schatzkiste, heißt einfach nur, dass hier Aluminium ist, ne? Okay, das sind halt die verschiedenen Elemente, die... Oh, komm, Stinky. Okay, hier ist auf jeden Fall ohne Ende Aluminium. Okay, Aluminium ist also neutral. Deswegen ist es eine Schatzkiste. Das finde ich ist Quatsch. Lebenserhaltungssystemenergie niedrig. Hallo, Dröhnchen. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass ich dieses Losfliegeding... Jetzt hat er keinen Startsaft verbraucht. Man darf das echt nicht zu lange drücken, ne? So, haben wir hier irgendwas Spektakuläres. Wir haben diese Station unter uns. Wie finden wir jetzt Tamium 9? Weiß das jemand? Und ist uns dieser Unterschlupf da hinten bereits bekannt oder nicht? Wobble, 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 wobble!
Ja, wir müssen Tamium 9 sammeln. Ah, toll, das hat dieselbe Farbe wie der andere Mist. Ja, super. Nicht ganz so schnell. Ah, ja, es geht noch. Na gut, dann erforschen wir jetzt hier ein bisschen. Hallo, Abeb. Oh, das sieht gut aus. Da ist bestimmt Inventarvergrößerungstechnologie drin. Ach so, hier kann ich Sachen verkaufen. Das ist ja witzig, dass das hier steht. Muss irgendwas weg? Ne, gerade nicht, ne? Das ist ja cool, dass die hier so rumsteht. Hätte ich so eine mal eher gefunden, hätte ich mich viel weniger aufregen müssen. Warum findet hier gerade so akute Ruckelei statt? Können wir darüber reden? Jetzt hat sich wieder beruhigt. Also performance-technisch. Ja, das wollte ich machen. Gragrab. How come? Gragrak verkaufen wir gleich. Die Antimaterie kann natürlich auch im Schiff gelagert werden. So, und das Restplutonium auch. Und Gragrat wird gleich verkauft. Noch mehr Gragrat. Das ist das, diese Schmuggelware? Ja, ne? Können wir das direkt hier verkaufen? Auf dem Terminal des internationalen Marktes. Also man könnte jetzt hier wahrscheinlich sogar noch auf Preise achten, aber das ist mir natürlich völlig Latte. So, kann man hier denn sowas eigentlich kaufen? Das Tamium 9. Plutonium, Gewebe, Kohlenstoff. Tamium 9! Das kostet 25 Units. Ich möchte die alle kaufen. Ja, das wird auch völlig Latex. Ja, top, da haben wir schon mal ein bisschen was. Geld habe ich doch eh noch nicht so viel gebraucht. So, da hinten ist noch ein Unterschlupf. Das Ding haben wir auf jeden Fall schon aktiviert. Wo ist das Schiff hin? Das war doch hier gerade da. Wow! Yipsi! Aber gut, dass ich unendlich Schiff fliegen kann. Schiff. Wieso hat es denn jetzt wieder an der Schubdüse gesaugt? Das raff ich nicht. Wenn nicht, drücke ich das zu lange? Ist das das Fragezeichen, zu dem ich wollte? Hier war doch noch eins viel näher, oder? Okay, der erste Unterschlupf, da wollen wir endgültig hin. Da waren wir gerade, da ist das Terminal. Da ist ein Ausboss, den kennen wir schon, ne? Da muss ich durchfliegen. Nein, ich darf nicht. Was ist das da oben? Wir sind ja gleich zwei spannende Sachen auf einmal. Boah, was eine Landung. Kinder. Ah, ist schon cool. Das ist schon cool, diesen ganzen Shit hier zu erforschen. Wenn ich erstmal einmal gerallt habe, was cool ist und was nicht cool ist und so. Und jetzt haben wir ja auch so ein Verkauf Reno. Was war? Da war nichts drin oder was? Nichts gefunden, okay. Da kommt wieder ein Dröhnchen und macht Tönchen. Ich würde gerne was lernen. Ich bin ein Wissen. Okay. Zusätzlicher Schaden für meine Blitzeinheit, die ich nie benutze, weil ich noch gar keine Bösewichte kennengelernt habe. Da wird sich bestimmt irgendwann alles noch als sinnvoll erweisen. Aha! Wow, Strahlaufprall Tau. Das ist mir wirklich mega wichtig. Wirklich. Das wird mir eben gar nicht angezeigt. Ein schöner Dolch. Den können wir verkaufen. Nee, bauen. Bauen, bauen, bauen. Ja. Okay, das Moped kann uns jetzt wieder was anzeigen. Ich möchte... So ein Unterschlupf ist doch nicht schlecht, glaube ich, oder? Aber zeig mir jetzt nicht wieder einen hier direkt nebenan. Da ist eine Absprungkapsel. Das ist doch nicht schlecht. Oink! 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 Oh, dieser Sprung ist cool. Ich hab mich... Du
wollte nicht. Ich wollte nicht. So, aber ach scheiße, hier war doch das Fragezeichen noch. Das wollte ich doch eigentlich auch noch haben. Da. Egal, Plutonium gibt's ja häufig. Das ist ja alles voll mit Fragezeichen. Wer soll das denn alles erforschen? Hm. Aber ein bisschen voreilig. Dass man die Landesequenz nicht abbrechen kann. Das habe ich nur mitgenommen, um gleich mein Schiff damit wieder voll zu machen. Oh, und vielleicht mein Anzug. Ja, Tamium 9 stecken wir da rein. Genau. So, Dille. Was haben wir denn hier? Das Tizza-Metall. Wenn ich nicht bald eine Inventarvergrößerung finde, ne, muss ich kurz ausrasten. Ah, hier kann ich Shit verkaufen. Na gut. Ich hänge halt auch echt auf dem hässlichsten Planeten der Welt rum. Kann das sein? Jo, das Ding möchte ich nicht mehr haben. Danke. Jetzt möchte ich wieder gehen. Also ich muss auf jeden Fall noch rauskriegen, wie ich näher parken kann. Ist aber gar nicht so leicht, wie es aussieht. Whoppa! Ne, jetzt verbraucht sie... Okay, jetzt verbraucht sie es jedes Mal wieder. Oh, wie viele Fragezeichen Rhinos hier es hier gibt. Das schafft man doch nie. So, jetzt fahren wir mal bis direkt drüber und jetzt sagen wir landen. Hm, nicht schlecht. Nee, falscher Knopf. Das wollte ich mal. Krass, wie viele Orte es hier gibt. Okay, habe ich entdeckt, danke. Hier drin ist jetzt ein bisschen Kappes. Das ist ja wahrscheinlich alles random, ne? Was haben wir hier? Multiwerkzeug. Ach, in den Dingern gibt es immer Multi. Rückstoßstabilisator. Okay. Verringert den Rückstoß. Kann ich das aktivieren? 1000 Units, dankeschön. Das hat den Kauf von eben dann schon legitimiert. Ach, ich suche ja auch noch das blöde Tamium, ne? Das ist Iridium. Oh, Iridium? Iridium war relativ rar, oder? Hm, dengeln wir uns mal noch so einen Überbrückungschip zusammen. Ach, ich hätte eben beim Markt mal noch gucken können. Ich möchte noch einen Unterschlupf finden. Ah, bitte einen schönen. Mann, was denn los? Verzeihung. Achso, Iridium wollte ich mitnehmen, ne? Habe ich noch was davon im Inventar? Also Iridium habe ich bisher echt selten gefunden, deswegen nehmen wir davon mal ein bisschen was mit. Oh, das geht aber schnell weg hier. So einen neuen Abbaulaser hätte ich auch gerne. Davon habe ich aber noch nichts gefunden, oder? Was die stärker macht? Schnellerer Bergbaustrahlprozess. Ja, das ist doch genau. Das ist das, was ich wollte. Aber um den jetzt, um was Neues auszuprobieren, müsste ich den alten zerlegen, ne? Also den Blitzwerfer brauche ich doch echt nicht eigentlich. Wir bauen den mal auseinander. Jetzt mal zu gucken. Reichweitenerhöhung der Scanner-Einheit. Das ist natürlich auch geil. So, was hätten wir hier noch? Rückstoßstabilisator. Das ist alles für den dreckigen Blitzwerfer. Breitschussadapter ist natürlich auch nicht schlecht. Aber dafür bräuchten wir Kupfer. Das haben wir noch nie gefunden.
Kampfverstärker für den Bergbau, Prallgranaten. Ach, wir haben noch gar keine Granaten, ne? Strahlintensivierer Sigma wird Ah, ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Dafür bräuchten wir aber Titan. Das haben wir gar nicht. Für das Reiten. Ja, Tamium 9, genau. Okay. Habe ich hier gerade eigentlich ein Dröhnchen gehört? Dröhnchen! So, wie findet man jetzt am schnellsten dieses blöde Tamium? Das ist Plutonium, das ist ja... Okay, da unten ist dann wahrscheinlich wieder eine Höhle. Das hatten wir schon öfter. Dass das auch nicht eindeutig ist, ne? Dass jetzt nicht irgendwie auf der Karte steht, hier, Obacht, da, Tamium. Nö. Sagt das nicht, ne? Also ein Fragezeichen kann alles sein und die Dinger, die ich jetzt entdeckt habe, die sind definitiv Unterschlüpfe. Sehe ich das richtig? Okay, die Startschubdüse ist leer. Oh, ich kann auch während der Fahrt hier reingucken. Technologie aufgeladen. Oh, Startschubdüse voll. Im Weltall kann ich ja mit meinem dicken Laser Sachen abbauen. Hier darf ich das leider nicht. Da waren wir gerade, ne? Oder? Oder wird da... Sorry, das ist jetzt einmal... Es kann sein, dass ich da gerade war. Nee, war ich nicht, oder? Doch, genau hier war ich. Hm. Warum? Das ist die... Warum wird mir denn nicht angezeigt, dass ich da schon war? Oder bin ich doof? Wahrscheinlich bin ich wieder zu doof. Das schließe ich einfach nicht aus. Jetzt hat er... Okay, jetzt hat es mich nichts gekostet zu starten. Das soll mir einer erklären. So, da ist ein Unterschlupf. Da ist ein Terminal. Das kennen wir ja schon. Da hinten ist so eine Absprungkapsel. Absprungkapsel klingt immer gut. Da ballern wir jetzt mal hin. Das ganze Kartensystem und so, das hat sich mir noch nicht richtig erschlossen. Wann habe ich was entdeckt? Wann habe ich es nicht entdeckt? Warum darf ich hier nicht gegenfliegen? So, und wie sieht Tamium 9 aus? Ist doch auch mal eine spannende Sache, oder? Wow! Wow! Mega nice Landung. Was ist das denn? Das sieht ja geil aus. Da habe ich ein bisschen Angst auch. Inventar voll. Geil. Endlich ist wieder mein Inventar voll. Das freut mich. Ich habe das Klottal gefunden. Ach, ich habe jetzt 1000 Millionen Iridium. Okay. Kommt ins Schiff. Das auch. So. Tamium 9 kann auch ins Schiff. So, das muss ich hier noch mitnehmen. Also mit dem Gamepad steuert sich das übrigens butterweich. Signal eines Wirkungsempfangs zum Speichern. Ach, das hier ist Klötophrat. Das ist dieses illegale Zeug. So, hallo? Ja. Oh, was ist das? Ein Anzug-Upgrade! Kinder! Das könnte geil sein. Das ist das, was Fritz meinte. Das sind die Dinger, die an der Seite auf sind. Oh, wir haben einen neuen Platz im Anzug. Den möchten wir haben. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Geil. Jetzt bin ich Fan. Guckt mal. Jetzt haben wir 13 Plätze. So viel wie ein Raumschiff. That's logics. Aber perfekt. Also das ist so eine... Was war das? Eine Absprungkapsel, ne? Das ist eine scheiß Drohne. Wenn wir jetzt noch rausfinden, wie man dieses Tamium findet, ne? Das hat jetzt wieder Schubdüsenenergie gekostet. Hm. So, gucken wir mal. Was ist das? Absprungkapsel. Wir möchten mehr Absprungkapseln. Schwabbel, schwabbel, schwabbel. Oh, stopp! Alter, was eine Landung. Alter Lachs. Ach so, das hat mich automatisch gecatcht. Hm. War ich hier schon?
Ätna-Ödland, habe ich schon entdeckt. Bin ich ein Bob. Das hat jetzt wieder keinen Abfluggedämmung gekostet. Absprungkapsel! Ich will mehr Absprungkapselzeug finden. Boah, so viele Fragezeichen! So, da kann... Der sagt mir aber nicht, was das ist, ne? Ist doch jetzt mal ein Experiment. Wenn ich jetzt hier bei jedem anhalte, dann wird man ja kirre. Oh, das sieht aber cool aus. Was ist das? Ein Kühlschrank? Ist das etwa wieder ein Anzug-Upgrade? Dann halte ich ab jetzt bei jedem an... Nee, das ist... was ist das? Die Asche von Mutti. Ich zucke, als ich nach der wunderschönen Steinmarkierung greife. Mein Verstand füllt sich mit dem tödlichen Wissen der wahren Geschichte, der Gek. Wir sind die Herren der Galaxien, die Herrscher des Kosmos. Jeder Feind wird sich dem allmächtigen Gek großreich und auf Knien unterwerfen. Wir sind die Erstgebrüteten. Schaut auf unsere Werke und verzweifle. Schau auf unsere Werke. Um Hilfe bei der Sprache bitten. Mein Wissen über die Gek wächst. Ich habe das Gek-Wort für zerstören gelernt. Das jetzt für den ganzen Kappes hier. Aha. Ja, dann danke. Wie schön ich mein Raumschiff hier in die Erde gerammt habe. Unangespitzt! So, Startschubdüse ist mal wieder alle. Hier war doch noch irgendwo ein Fragezeichen-Arena, oder? Ich will die Absprungkapsel. Absprungkapseln sind ab jetzt meine neuen Freunde. Okay, wenn ich nicht Gas mache, dann kann ich auch tiefer runter. Wenn ich die Schultertaste drücke, macht das Raumschiff sowas. Dann darf man aber auf keinen Fall den Stick weiter drücken, weil dann rastet es aus. Okay, good to know. Überhaupt, also diese Schultertasten, die sind sehr, sehr gefährlich. Und deswegen ist das halt auch so schwierig mit der Tastatur und Maus. Also den kenne ich jetzt wahrscheinlich schon wieder, oder? Sieht das so aus, als ob ich hier schon mal war? Das Zeug hier... Ein Meilenstein erreicht. Super. Das freut mich sehr. Was habe ich geschafft? Bin ich 4 Kilometer gelaufen? Ja. Ich will wissen, ob das hier Tamium ist. Was spielt? Darf es mir ja nicht sagen. Es ist gar nichts. Okay. Ich meine mich zu erinnern, dass Tamium so blumenmäßig aussah, oder? Das ist einfach nur Kohlenstoff. Hm. Schade, ne? Okay. Da wollte ich mal ein bisschen Gras wegflexen. Hat nicht geklappt. Technologie aufgeladen. So, jetzt gehen wir hier ins Häuschen und gucken, was im Häuschen abgeht. Wie sieht denn dieses scheiß Tamium aus? Was man auf so einem Planeten alles erforschen kann, was ich alles auf dem ersten Planeten nicht erforscht habe, ne? Wir haben das Ethno-Ödland entdeckt. Was war das für ein Geräusch? Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Oh, ein Stinky! Ach, hier war ich doch schon. Oh, ich bin so ein Idiot. Warum denn? Dann kann ich hier wenigstens den Kappes verkaufen. Also das, ja. Ich bin wahrscheinlich wieder zu doof, ne? Sagt mir bitte mal, warum, woran ich sehe, dass ich was schon entdeckt habe. So, hier, Golgarat kommt weg und die scheiß Schildsplitter kommen auch weg. Alle weg. Danke. Aber ist ja auch kein Problem. Unser Inventar ist jetzt ja riesig. Wir haben ja einen ganzen Platz mehr. Aber ich will mich nicht beschweren. Besser ein Platz mehr als kein Platz mehr. So, ich will aber zu dieser Absprungkapsel. Unsere Startstubdüse ist alle. Wo ist die Kapsel? Bist du die Kapsel? Nee, das ist ein Unterschlupf. Bist du die Kapsel? Ja. Ey, Moment, aber war ich bei der schon? Das ist die Tafel, die haben wir schon entdeckt, ne? Ne, und dann bin ich umgedreht.
noch sowas? Wenn ich das jetzt gerne wird zum Fragezeichen, sehe ich das richtig? Hier ist doch auch ganz viel Zeug. Hm. Aber das wird mir nicht als Fragezeichen angezeigt. Das ist alles komisch. Das kann ich alles nicht genau, muss ich gestehen. Die müsste jetzt hier direkt hinterm Berg sein, die Kapsel, ne? Jetzt mal, wir hätten eine coole Rolle machen können. Hey, habe ich mich jetzt zu weit gedreht? Wo ist sie? Das ist der Unterschlupf. Show me all the capsules! Quapsel ist doch ein Pokémon, oder? Hä? Wo ist das Ding? Hier in so einer Senke oder was? Bin ich jetzt... Hä? Warte ich gar nicht. Moment, wo ich gerade hier bin. Hier können wir noch mal ein bisschen was mitnehmen. Fortgeschrittene Kühlung Tau. Okay. Konvergenzwürfel. Schildsplitter. Ein Gag-Notrufsignal. Die stürzen da echt häufig ab, die Gag. Die sind nicht so gute Piloten, ne? Eine verwesende Leiche. Darunter ist etwas Metallendes. Okay, ich kann die Leiche untersuchen oder ich will die Datenbank nach Technologie untersuchen. Oh. Ich habe einen vielversprechenden Technologiebauplan erhalten. Kanonenschaden Sigma. Na gut. Offensichtlich bin ich ein Pirat und schieße mit Kanonen. Piu, piu. So, Kinderlein, das war's aber auch schon wieder mit der Folge, muss ich mal kurz dazu sagen. Wir finden gleich noch diese Kapsel. Das mache ich noch. In diesem Sinne, bis gleich, ne?